Könnt ihr vielleicht einen Gang runterschalten, Leute? Willkommen bei WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir unsere Top 10 der total übertriebenen Anime-Charaktere. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste schauen wir uns Figuren aus Animes an, die so viel Kraft haben, dass es schon wehtut. Achtung, ein Spoiler-Alarm ist definitiv angebracht. Nummer 10. Misogi Kumagawa, Medaka Box Abnormal. Du solltest dieses lächelnde Gesicht nicht mit einem unschuldigen Gymnasiasten assoziieren, denn dieser Kerl hat es faustig hinter den Ohren. Und wir reden nicht über die riesigen Schrauben, mit denen er Menschen aufspießt. Seine negative Haltung, seine Fähigkeiten und seine Abnormalität machen Kumagawa zu einem Gegner, dem man lieber aus dem Weg geht. Mit seiner All-Fiction-Fähigkeit kann er jede Aktion rückgängig machen, einschließlich der Zeit, Verletzungen und sogar die Existenz von Farben. Im Grunde ist er die ultimative Backspace-Taste. Nummer 9. Katsuki Bakugo, My Hero Academia. Explosiv beschreibt es nicht einmal annähernd. Bakugo besitzt die übermenschliche Fähigkeit namens Quirk, mit der er alles in die Luft jagt, was er berührt. An der UA High School ist er deshalb einer der destruktivsten Helden. Aber noch tödlicher als seine Kräfte ist sein Wesen. Jähzorn und Gewalttätigkeit machen Bakugo zum idealen Kandidaten für die Liga der Schurken. Immerhin war er stark genug, den schwindelerregend starken Todoroki im Finale zu besiegen. Hoffentlich lernt er noch etwas Zurückhaltung. Nummer 8. Blackbeard, One Piece. Die Weltmeere sind voll mit Typen, die Teufelsfrucht gegessen haben und die so stark sind, dass sie die ganze Armee vernichten können. Doch dieser Pirat übertrifft sie alle. I'll give you a taste of its power. I wouldn't blink if I were. Es war klar, dass Marshall D. Teach sich zum größten Schurken der Serie entwickelt. Und das zeigt er dann auch in der großen Schlacht von Marineford, in der sowohl Whitebeard als auch Ace ihr Leben verloren. Mit seiner Finsternis-Teufelskraft kontrolliert und verwüstet er alles, was ihm in den Weg kommt. Du denkst, das ist alles? Der Bastard ging noch weiter und stahl auch noch Whitebeards enorme Fähigkeiten. Nummer 7. Inaho Kaitsuka, Aidnoa Zero. Eine schlechte Kindheit und ständige Angst vor intergalaktischen Kriegen waren für Inaho Grund genug, sich umfassendes Wissen in Geschichte, Wissenschaft und Taktik anzueignen. Als der 15-Jährige dann einen Riesenmecker in die Finger bekommt und damit ganze Veteranentruppen austrickst, ist das etwas zu viel des Guten. Die emotionale Verstrickung mit der Marsprinzessin ist eigentlich berührend, aber leider verletzt er nach unserem Geschmack viel zu oft das Gary Stu-Territorium. Und das Cyber-Implantat hilft dabei auch nicht gerade. Nummer 6. Beerus, Dragon Ball Super. Der Gott der Zerstörung ist die Art von Feind, mit der selbst unser Lieblings-Super Saiyajin nicht gerechnet hat. Er kann ohne Anstrengung Planeten zerstören, Goku mit Links ausschalten und nur mit einer Kerze bewaffnet einen Super Saiyajin-Gott entmachten. Tatsächlich ist seine Macht so groß, dass kein Training und keine Transformation je ausreichen würde, um ihn zu besiegen. Und immer wenn Beerus auf dem Bildschirm erscheint, muss jemand dran glauben. Und das ist ganz bestimmt nicht er selbst. 多めに見てくれよ!
Na? Do itashimasuka, Bill-sama? So da na. Nummer 5, Tatsumaki, One Punch Man. Nani? Sono omoshirosou na hanashi. Watashi ga ikou ka. Dieser hier ist wahrscheinlich der stärkste Anime-Held überhaupt. Aber im Unterschied zu den anderen Charakteren auf unserer Liste wird Saitama trotz seiner sofortigen tödlichen Schläge liebenswert dargestellt. Das kann man über den Tornado des Terrors, die Heldin der S-Klasse, nicht sagen. Mit Psychokinese reißt sie ganze Raumschiffe auseinander, lenkt Meteore um und zertrümmert Genos. Hoffen wir, dass sie in der zweiten Staffel etwas bescheidener wird. Nummer 4, Diana Cavendish, Little Witch Academia. However, it was written in dragon script, so no one was able to read it. But you were able to read it, right? Correct. I mastered it when I was 12. Wenn man ein großer Zauberer werden will, muss man viele Bücher studieren. Oder man heißt Diana, entstammt einer angesehenen Hexenfamilie und verfügt über ein großes Zaubertalent. Sie bildet sich auf ihre Fähigkeiten und ihre Erziehung mächtig was ein. Aber, wie wir später erfahren, ist sie weit von einer eindimensionalen Witzfigur entfernt. Ihr magisches Können liegt sozusagen außerhalb jeder Wertung. In this author's humble opinion, the most popular writer is without a doubt Diana Cavendish. Huh? Sie kann Zaubersprüche entkräften, Illusionen erzeugen und spüren, Gegenstände beleben und starke Explosionen auslösen. Und darüber hinaus ist sie auch noch Klassenbeste in ihrer Akademie. In all my years as a teacher, you're the first student to decipher this. Way to go, Diana! Nummer 3, Susuke Aizen, Bleach. Die Enthüllung des ehemaligen Kapitäns zum Bösewicht war nahezu meisterhaft. Täuschungen, Manipulationen und jenseitige Stärken, er war der perfekte Gegner für Ichigo und Co. bis zur Schlacht um Karakura Town. So that's it. Your whole strategy was nothing more than an optical illusion. Bereits im Besitz des sinnverzerrenden Zanpakutos verkündete Aizen auch noch, dass er die Ereignisse in Ichigos Leben vorhersehen kann und die Mitglieder der Gotei 13 besiegt hat. Und er bekommt seine ganz eigene Transformation. Das kann man einfach nicht mehr ernst nehmen. Und wenn der finale Getsugu Tensho den Schurken mit einer Deus Ex Machina erledigen kann, dann ist der Held definitiv zu stark. That's an argument only a loser would make. Nummer 2, Kirito, Sword Art Online. Du bist vielleicht Teil eines Videospiels, aber trotz allem musst du Regeln folgen. We could stand here all day and you wouldn't get anywhere. Als unser schwertschwingender Protagonist in der virtuellen Welt von Sword Art Online gefangen genommen wird, sieht er sich mit Bosskämpfen, rivalisierenden Spielern und natürlich mit seinem eigenen In-Game-Waifu konfrontiert. Offenbar gelingt es ihm unterdessen, Cheatcodes zu finden, denn Kirito zerstückelt im Folge nicht nur seine Feinde mit Leichtigkeit, sondern wendet auch den virtuellen Tod ab und tötet den Schöpfer des Spiels. Du weißt schon, das ist der Typ, der eigentlich unsterblich ist. Nummer 1, Tatsuya Shiba, der Irregular at Magic High School. Yamoe. Wenn man die Hauptperson von Anfang an als harten Typen mit übermäßigen Superkräften darstellt, wird es sehr schnell öde. Neben seiner nüchternen Art hat unser hochintelligentes Wunderkind so viel Kraft, dass es unglaublich absurd wird. Perfekt, aber ohne Ausstrahlung präsentiert Tatsuya seine strotzende Kraft und bleibt damit unsere Nummer 1, der Gary Stu unter der Sonne. Stimmst du unserer Liste zu? Für noch mehr Animes abonniere einfach WatchMojo Deutschland.